Well, Sie blöder Hund. Seien Sie vernünftig und ergeben Sie sich. Wir haben keine Zeit für einen Ihrer Wutanfälle. Wenn ihr sieht, kann man sich dann auch mit den Herrschaften verbinden. Bedenken Sie die Lage. Carter ist zur Gefahr geworden. Der Ätherer ein wertvoller Verbündeter. Loyalität auf lange Sicht allerdings ungewiss. Aber uns bleibt keine große Wahl. Er ist telepathisch, oder? Oder besser, du bist es. Das muss es sein, wie du deinen Wirt steuerst. Aber es muss unauffällig geschehen, wenn William es erst jetzt gemerkt hat. Ist. So sehen die nächste Entscheidung für eine von drei weiteren Enden, die man treffen könnte. Je nachdem, wie man jetzt auswählt. War er auch schon so, bevor das Ding die Kontrolle übernommen hat? Passt zu seiner Akte. Verdammt, ich hätte es früher merken müssen. Es scheint, dieser Ätherer ist der wahre Held. Allerdings. Was wissen wir über ihn? Effektiv. Vermutlich telepathische Mist. Er kann mich hören, oder? Nein. Nein. Einfach weiter. Konzentrier dich, Erin. Nicht ablenken lassen. Die anderen beiden können sich um Carter kümmern, aber dieser Ätherer braucht einen neuen Wirt. Und ich muss zugeben, das wäre eine einmalige Gelegenheit. Kann ich mir vorstellen. Worauf wartest du noch, du Weltraumkrake? Ich bin der einzige echte Agent hier. Wenn Carter nicht will, ich will. Fürs Erste. Wenn du mich hörst, weißt du, dass wir keine Wahl haben. Es steht so viel auf dem Spiel. Ich werde dein Wirt. Vorerst. Verbinde dich mit mir. Bringen wir es hinter uns. Die Technik hat es ja überhaupt wohl kaum auf den Direktor oder auf Agent Weaver verzichten. Besonders jetzt, da wir unseren besten Mann verloren haben. Damit ist es entschieden. Ätherer-Wesen, wenn du mich tatsächlich hören kannst, dann melde ich mich freiwillig zum Einsatz. Und da ich im Grunde schon den Doktor mag, nehme ich den. Na dann, gute Nacht. Tut mir leid, Carter. Schnappt ihn euch. Tja, jetzt ist es wohl soweit. Hier spricht Direktor Falk an alle noch aktiven XCOM-Kräfte. Wenn Sie diese Mitteilung hören, habe ich einen Code-Alpha-Evakuierungsbefehl erteilt. Nähern Sie sich nicht dem Areal Site X. Betrachten Sie alle XCOM-Posten dort als tot oder vernichtet. Starten Sie keine Bergungs- oder Rettungsaktionen. An alle Überlebenden. Ihre Mission bleibt. Überleben, anpassen, siegen. Lassen Sie nicht nach, bis der letzte von denen tot ist. Oder der letzte von uns. Und das war der letzte Krieg. Was irgendwie nicht ganz so letztlich ist wie gedacht. Und wie man jetzt hier sieht, darf man den guten Dr. Vias spielen. Und da der Stützpunkt verloren ist. Agent Weaver, bringen Sie uns auf den neuesten Stand. Mal sehen. Unsere Basis ist zerstört. Derzeit schwebt ein riesiges Outsider-Schiff über dem Planeten und, wie wir gesehen haben, funktioniert Mosaic irgendwie doch noch und lenkt die Manöver der Outsider. Das wär's so in etwa. Wieso? Haben wir den Mosaic-Kern nicht in die Luft gejagt und Origin mit dazu? Origin lebt noch, in gewissem Sinn. Sein Bewusstsein lebt in Mosaic weiter, so wie vorher Origins Ätherer, und dient dem Rest des Netzwerks als Energiequelle. Origin ist mächtig genug, den neuen Mosaic-Kern zusammenzuhalten und darüber Befehle zu versenden.
Er ist aber nicht annähernd so mächtig wie der gefangene Ethera. Was mich zu dem Schluss bringt, dass er sich mit dem neuen Mosaikern an Bord des Kommandoschiffs befindet. Wenn er als neue Batterie für Mosaik fungiert, warum sammeln die Outsider sich nicht, um uns zu vernichten? Origin ist mächtig, aber nicht annähernd so mächtig wie ein Ethera. In seinem jetzigen Zustand kann Mosaik nur auf kurze Distanzen senden. Wahrscheinlich sogar nur auf dem Schiff. Was schlagen Sie also vor? Ich bin mächtiger als er. Verschaffen Sie mir Zugang zum neuen Mosaikkern und ich nehme ihn ihm weg. Die Outsider gehorchen dann jeder meiner Anordnungen. Ein Befehl und der Krieg ist zu Ende. Man gelangt zum Kern, indem man die Energierelais an diesen drei Punkten zerstört. Eins in einem Trakt für Waffen und Panzerungen, eins in einem biologischen Forschungszentrum und das Hauptrelais im Zentrum des Schiffs. Und wenn wir die ausschalten, steht der Zugang zum Kern offen? Um die automatischen Hilfssysteme auszuhebeln, müssen alle Relais gleichzeitig zerstört werden. Mit anderen Worten, entweder zerstören wir sie gleichzeitig oder wir haben keine Chance. Es ist entschieden. Wir gehen rein. Ich schlage vor, Sie treffen letzte Vorkehrungen. Tja. Wie schon gesagt, Stützpunkt ist verloren. Die ganze Raumstation befindet sich gerade im Orbit. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Mann, dass XCOM einfach so vernichtet wurde. Nicht ganz XCOM. Immerhin sind wir noch da. Auch wieder wahr, Doc. Aber es nimmt einem irgendwie den ganzen Mut, oder? Wir haben den Avenger. Sie konnten ihn noch nicht kaltstellen. Und mit Ihnen als Pilot wird Ihnen das auch nicht gelingen. Das können Sie laut sagen. Eben, eben. Und wir haben schließlich einen Ethera. Das kann der Feind nicht von sich sagen. Richtig. Das Alien, über das Sie und Direktor Falk sprachen. Stehen Sie mit dem Wesen in Verbindung? Die Kurzfassung muss reichen. Stellen Sie sich vor, es gibt Wesen im Universum, die vollständig aus Energie bestehen, ohne physischen Körper. Würde ich ja, wenn ich kapieren würde, was Sie da sagen. Na gut. Es gibt gute Aliens und böse Aliens. Die bösen Aliens wollen uns alle versklaven. Auch die guten Aliens. Agent Carter stand mit einem guten Alien in Verbindung. Und konnte so die bösen Aliens bekämpfen. Ja, darum hat er auch alle anderen Agents an Effektivität übertroffen. Naja, solange wir auf derselben Seite stehen, kann ich damit leben. Wir stehen doch auf derselben Seite, oder? Große komplette Auswahl. Oh, ja. Wir haben das Können und die Ressourcen. Wir müssen die Menschheit verteidigen. Und wenn wir dabei sterben... Sonst ist niemand mehr da, oder? Kein Ton von anderen Ländern. Es gibt sie vielleicht nicht mehr. Ach, das kann man alles. Die Alternative ist, dass sie uns alle kriegen. Sollten wir nicht erst einen sicheren Ort suchen und die Kiste reparieren? Dazu ist keine Zeit. Origin würde zu mächtig. Er baut das Mosaik-Netzwerk bereits wieder auf. Wenn Sie meinen, Doc. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Zeit. Das tun wir alle. Niemand, welche Spezies auch immer, kann die Erde überfallen und damit durchkommen. Sie glauben, es gibt noch mehr von denen? Ich habe da so eine Ahnung, dass es noch mehr intelligente Lebensformen im Universum gibt. Hoffentlich sind die friedlich. Manche schon, das weiß ich aus sicherer Quelle. Wenn Sie bereit sind, Barnes? Doc, ich bin immer bereit. Ist ja gut. Carter ist mit an Bord. Bleibt auch immer. Oh. Ja, das könnte die Reparaturarbeiten erschweren. Was ist denn her? Keine Ahnung. Ah. Mal zum Visier. Doktor,
Keine Angst, Agent Weaver. Ich bin noch der Mann, den Sie kannten und auch der Ätherer, mit dem Sie gearbeitet haben. Ich habe keine Angst. Ich will Sie was fragen. Die Outsider suchten hier nach einem Ätherer. Hätten die uns vielleicht in Ruhe gelassen, wenn sie nicht auf der Erde gewesen wären? Sie hätten die Erde so oder so angegriffen, ob nun nächstes Jahr oder in einem Jahrzehnt. Weil sie ihren eigenen Planeten zerstört haben. Wenn ihr Ätherer eine Spezies voranbringen sollt, wie konnte das dann geschehen? Keine Ahnung. Shemesh starb durch Carters Hand, bevor ich fragen konnte. Ich würde es auch gern wissen. Gut, dass Sie sich mit Dr. Weir verbunden haben. Seine Neugier zwingt Sie, alles zu hinterfragen. Weiß einer von Ihnen schon, wie es weitergeht? Mosaic ist nach wie vor eine Gefahr. Nicht so schlimm wie zuvor, aber Origin kann es am Laufen halten. Wie konnten Sie überleben? Wir haben den Mosaic-Kern gesprengt und Origin getötet. Origin hat Mosaic vor sehr langer Zeit aufgebaut. Sein Potenzial ist verblüffend. Das Ziel ist Ihr Mutterschiff. Um es zu kriegen, müssen wir Origin und Mosaic überwinden. Was haben Sie damit vor, wenn Sie es haben, falls wir überleben? Es studieren. Die Technologie der Outsider ist unserer weit voraus. Vorsicht, Doktor. Lassen Sie sich nicht von Ihrer intellektuellen Begeisterung fortreißen. Das Ding ist eine Waffe. Origin hat höchsten Vorrang. Immerhin ist Mosaic durch seine Genialität entstanden. Genialität? Sie respektieren ihn? Er war einst Wissenschaftler. Ich muss zugeben, ich fühle mich ihm verbunden. Treten Sie lieber nicht in seine Fußstapfen. Wenn es sein muss, schalte ich Sie aus. Ich habe nichts anderes erwartet, Agent Weaver. Ja, erwarte ich auch von der Guten. Keine Zeit mehr für Diskussionen. Dass ich das mal aus Ihrem Mund höre? Vor diesem Krieg konnten sich viele so manches nicht vorstellen. Ach, zum Beispiel eine Alien-Invasion, Energiewesen, blitzauftauchende riesige Stationen. Ist alles in Ordnung, Direktor? Kann ich irgendwie helfen? Ja. Bringen Sie mir meine Basis zurück, meine Agenten. Fegen Sie die Outsider vom Himmel und sorgen Sie dafür, dass Sie nie wieder meinen Planeten bedrohen. Keiner von uns kann die Zeit zurückdrehen und das Verlorene zurückbringen. Ich würde es sofort tun, wenn das ginge. Auch wenn Sie dann nie erwacht wären? Ja. Da sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt, wie wäre es, wenn Sie das Mutterschiff der Outsider kapern und diesen verdammten Krieg beenden? Wenn Sie mich voll unterstützen, können wir Origin vernichten und Mosaic unter Kontrolle bringen. Origin? Wir haben ihn beim ersten Mal wohl nicht gründlich genug getötet. Er hatte Jahrhunderte, um einen Ätherer zu studieren. Es überrascht nicht, dass er ein paar Tricks gelernt hat. Großer Gott, ist er jetzt ein Ätherer? Nein, seine Kräfte sind nicht allumfassend. Er kann Mosaic nicht so steuern wie Shemesh, der andere meiner Spezies. Sie wissen, dass wir vielleicht nicht überleben. Wir könnten sterben bei unserem Versuch. Und dann ist die Menschheit ohne Schutz. Ich sehe drei Szenarien. In zweien geht die Menschheit unter. In einem hat sie eine Chance. Dazu gehört der Angriff auf Origin und Mosaic. Korrekt. Hat er genügend Zeit, findet uns Origin. Er plant bereits den Wiederaufbau von Mosaic. Natürlich. Ich hätte es bevorzugt, wenn er tot geblieben wäre. Geht uns allen so. Aber wir müssen jetzt schnell handeln. Wir müssen vor ihm angreifen. Sie haben wirklich Angst vor diesem Mosaic, was? Angst? Nein. Keiner von uns will versklavt werden. Wir haben gemeinsame Interessen. Genug geredet. Hätte nie gedacht, dass ich das mal aus dem Mund des Docs höre. Genießen Sie das Neue. Tja, sind volle Überraschungen. Das ist noch eine Notiz. Hm? Gut. Würde als nächstes jetzt Mission starten. Ist noch irgendwas, was ich austauschen könnte? Letzte Mission wäre vielleicht guter Gedanke, nicht schlecht.
Qual dabei, wenn man jetzt so sehen auf die letzte Mission mitnehmen sollte. Mit. Mit Pulswelle verstärken. Ist beides genial. Beides gebraucht. Das. Gut, gut. Gut. Ja, werde ich wahrscheinlich mit den beiden Herrschaften loslegen. Als der Himmel fiel. Ja. Dann wollen wir mal. Alles bereit? Dann los. Und da jetzt mein Hals anscheinend sauber. Doch ein paar Probleme mehr macht, sage ich jetzt auf jeden Fall erstmal bis zum nächsten Mal.